Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema 6 Dinge, die ich gern gewusst hätte, als ich noch 18 war. Ja, Anlass dieses Videos ist, dass ich einfach mir sehr bewusst geworden bin in den letzten Jahren, okay, die Zeit vergeht so schnell und wir werden immer älter und älter und es ist unaufhaltsam, dass wir älter werden und dass ich 18 war, ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her und ich unterrichte viele Schüler, die entweder genau in dem Alter sind oder minimal jünger oder älter, sagen wir plus minus 2 Jahre. Das ist auch ein Anlass dazu, mal ein Video darüber zu machen und zu sagen, was meiner Meinung nach ich gerne schon früher gewusst hätte. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, nicht die gleichen Dinge zu machen oder noch schneller an sein Ziel zu kommen. Und deswegen dieses Video. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist, nicht zu früh aufgeben. Ja? Ich habe gemerkt, ich habe damals mit Steve zusammen tausende Dinge probiert, sagen so businessmäßig. Ja? Also tausend verschiedene Ideen gehabt, immer irgendwas angefangen, aber irgendwie nie zu Ende gebracht. Und das ist ein Punkt, das hätte ich gerne anders gemacht, weil wir haben zu früh immer den Erfolg gewollt. Und man muss manchmal einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und dranbleiben und kontinuierlich das Gleiche tun, um dann wirklich den Erfolg zu haben. Und wir haben immer zu früh schon abgebrochen und deswegen wahrscheinlich viele, viele Chancen in den Sand gesetzt. Punkt Nummer 2. Emotional nicht zu schnell binden. Na, das musste ich sehr, sehr schmerzhaft lernen durch verschiedene Beziehungen. Ich bin so ein Typ gewesen, für mich war Liebe und Beziehung immer eine ganz, ganz große Lebensmotivation. Und ich habe mit der Zeit aber gemerkt, dass ich mich zu schnell emotional binde. Ich hatte Partnerin und ich hätte gesagt so, boah, das könnte jetzt gewesen sein, ich brauche keine weitere Frau mehr und so weiter. Und meine Partnerin waren aber vom Gefühl her einfach noch nie so weit, wie ich dann auch. Und sie waren, selbst wenn sie gesagt haben, dass ich dann der Partner fürs Leben sein könnte, haben sie dennoch sich nicht ganz so verhalten. Und das hat bei mir schon mit 16 angefangen, also wirklich viel, viel, viel zu früh. Und ich glaube, viele Partner waren damit überfordert und deswegen würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen, hey Daniel, pass auf, bind dich nicht so schnell und so früh an irgendwelche Personen, weil das tut am Ende einfach zu weh. Punkt Nummer 3. Schon früher meinen eigenen Weg gehen und mir nicht reinreden lassen von Freunde, Familie oder der Gesellschaft sogar. Damit meine ich einen ganz bestimmten Fehler, den ich gemacht habe, und zwar ich bin nach der Ausbildung direkt in ein duales Studium, habe 40 Stunden die Woche gearbeitet, plus nebenbei Studium, plus nebenbei auch noch meine freiberuflichen Sachen, weil ich die nicht aufgeben wollte. Und das Problem an der Sache ist, ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Also ich dachte einfach, ich muss diesen normalen Weg gehen, wie das alle machen, nach der Schule direkt weiter, Ausbildung, Studium, bla bla bla. Und habe aber irgendwann gemerkt, so, das will ich überhaupt nicht machen. Ne? Also das hat mir überhaupt nichts gegeben und dann ging es mir auch sehr, sehr schlecht dadurch. Ich bin dann zum Arzt gegangen, weil ich immer Magenprobleme hatte und so weiter. Und als ich mich dann entschieden hatte, das Ganze zu kündigen und meinen eigenen Weg zu gehen, ging es mir auch viel, viel besser. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, macht vielleicht eure Erfahrungen, aber hört auf euch selber und hört auf das, was ihr wirklich wollt
und verschwendet keine Zeit, nur weil irgendjemand was von euch erwartet. Punkt Nummer 4. Ja, ich hätte mich viel, viel früher schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, hätte ich das Wissen von heute. Weil ich könnte jetzt schon viel, viel weiter sein, als ich heute bin. Und ich könnte schon ja, an einem ganz anderen Punkt sein. Ich hätte vielleicht sogar viele Fehler gar nicht erst gemacht, die ich gemacht habe und die mir jetzt auch so ein bisschen hinterherlaufen. Deswegen an alle, die da draußen sind und so 18 Jahre alt sind oder ein, zwei Jahre älter oder jünger, fangt an, euch weiterzubilden. Schaut euch auf YouTube nicht nur Schrott an und Fortnite-Videos und was da so alles ist, sondern schaut euch Sachen an, die euch weiterbringen. Darüber würde ich auch gerne nochmal ein Video machen. Ich habe so viele Dinge einfach nur aus YouTube und aus dem Internet gelernt. Das ist einfach krass so. Du brauchst fast gar nicht mehr studieren, weil du hast alles online. Du musst das einfach nur suchen, lernen und anwenden. Und genau das hätte ich gerne früher gewusst. Ja, Punkt Nummer 5. Mehr Chancen und Gelegenheiten wahrnehmen. Ich bin so ein Typ gewesen, ich wollte immer vorwärts und weiter und habe ganz viele Chancen und Gelegenheiten einfach ausgelassen, weil ich dachte, ich habe die Chance nochmal irgendwann anders. Und das Denken ist einfach vollkommen falsch. Also kein Moment, keine Sekunde kommt jemals wieder und ihr habt meistens nicht die Gelegenheit, nochmal den gleichen Moment zu haben und die gleiche Chance. Und deswegen nehmt gerade, wenn ihr Chancen habt und ihr wollt die Dinge eigentlich gerne machen, aber irgendwas hält euch ab, weil ihr denkt, ich habe vielleicht Angst davor oder eigentlich müsste ich noch was anderes machen, aber ihr würdet das super gerne machen, dann macht es einfach, weil vielleicht kommt die Gelegenheit nie wieder. Ja, Punkt Nummer 6. Knüpft so ein bisschen an Punkt Nummer 5 an, und zwar ist das, dass ich schon früher gerne gewusst hätte, dass ich einfach so ein bisschen Autodidakt veranlagt bin und mir eigentlich alles selber beibringen kann. Das habe ich eigentlich schon durchs Breaken gelernt, aber realisiert immer erst ein paar Jahre später, und das hätte mir viel, viel Zeit gespart und vielleicht auch viele Fehler, weil oft ist es so, dass ich irgendwelche Dinge nicht gemacht habe, weil ich dachte, ich kann das nicht. So. Aber ich hätte es auch einfach lernen können. Es gibt einfach keine Entschuldigung für einen Mangel an Informationen oder dass man irgendetwas nicht lernen kann. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Sachen im Internet und es gibt so viele Menschen, die man fragen könnte. Aber man macht es einfach nicht aus Faulheit, Dummheit, keine Ahnung. Und das hätte ich einfach schon gerne früher gewusst. Zu guter Letzt möchte ich sagen, versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, wie alles gelaufen ist und so. Aber ich glaube dennoch, dass ich, hätte ich ein paar Dinge vorher gewusst, wäre ich einfach vielleicht ein bisschen weiter, als ich jetzt schon bin. Und ich bin auch zufrieden, so viel, wie es jetzt schon ist. Aber man stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was wäre, wenn man mal in die Vergangenheit reisen könnte oder so. Und was würde man anders machen? Und genau das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall ändern würde, die ich optimieren würde. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr ändern würdet, wenn ihr schon über 18 seid. Oder meinetwegen, wenn ihr 18 seid, schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit 15 gerne schon gewusst hättet. Würde mich sehr interessieren, was ihr anders machen würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.